Ich begrüße ganz herzlich alle die, die schon zugeschaltet sind. Das sind Hochschulangehörige, insbesondere haben wir ja die Erstsemester-Studierenden angesprochen, aber sicher auch andere Studierende, unsere Kolleginnen und Kollegen aus der Verwaltung, unsere Lehrenden. Das ist sicher eine bunte Mischung der Personen, die jetzt hier zugeschaltet sind, auch möglicherweise ehemalige Mitglieder unserer Hochschule oder auch ganz besonders begrüße ich Herrn Burkhard Wilke, der Geschäftsführer des Deutschen Zentralinstituts, und auch Susanne Nölden, die Grafikerin, die das Buch, das um das es nachher im zweiten Teil unserer Vorstellung geht, bald geht und überwiegend geht. Frau Nölden hat das Buch gestaltet und ganz herzlichen Dank und herzlich willkommen an Sie. Wir sind hier begleitet durch unsere Techniker, Medientechniker. Auch hier an der Stelle schon mal ganz herzlichen Dank, weil manchmal vergisst man es zu spät, dann zu späterer Stunde. Und ich nutze die Gelegenheit, gleich mal mich herzlich zu bedanken für diese wunderbare Begleitung. Ich darf mich vorstellen. Mein Name ist Bettina Völter. Ich bin die Rektorin der Hochschule, der Alice-Salomon-Hochschule, und eröffne diesen Abend mit einer ganz kleinen Einführung. Meine Kollegin Dagmar Bergs-Winkels müsste jetzt eigentlich auch im Bild sein, prominent hier mit mir zusammen. Eigentlich müssten die anderen, ehrlichkeitshalber, auch kurz mal ihr Bild ausschalten, sodass wir vielleicht uns hier vorstellen können als Hochschulleitung. Genau, wir hatten angekündigt, dass wir die Hochschulleitung bei diesem Treffen auch vorstellen. Sie sehen hier Dagmar Bergs-Winkels, die sich gleich persönlich auch vorstellt, die Vorrektorin für Studium und Lehre, und eben meine Person als Rektorin. Und wir können leider unsere Kanzlerin entschuldigen, die derzeit im Urlaub ist, und der Prorektor hat mit Pandemiebedingungen, also hat mit einer übergreifenden Veranstaltung zu tun. Olaf Neumann lässt sich auch entschuldigen, weil er gerade in einer anderen Zoom-Konferenz oder Online-Konferenz ist, wo es um hochschulübergreifende Pandemiefragen geht. So, ich gebe mal zunächst das Wort an Dagmar Bergs-Winkels, die sich persönlich als Prorektorin für Studium und Lehre auch vorstellen wird. Und lieber Johannes Ferch, sei du auch herzlich gegrüßt. Wenn du dein Bild noch ausmachst, wären wir dann als Hochschulleitung erstmal im Bild. Macht nichts. Ich freue mich, dich zu sehen. Genau. Ja, danke schön, Bettina. Ja, ich begrüße alle herzlich zu dem heutigen Abend. Die Kollegin zurück im Wintersemester nach einer leider immer noch digital und nicht in Präsenz. Aber eine solche Veranstaltung hat ja auch den Vorteil, dass wir digital vielleicht eine größere Reichweite haben. Ich begrüße die Studierenden unserer Hochschule, und da darf ich insbesondere die neuen Studierenden im ersten Semester begrüßen. Ich hoffe, sie kommen gut an bei uns, auch unter den noch immer etwas erschwerten Bedingungen. Und ich hoffe, Sie bringen dennoch viel Tatendrang, Wissensdurst mit für Ihr Studium. Und Sie kommen sozusagen in ein Feierjahr, weil wir dieses Jahr das 50-jährige Bestehen als Hochschule für angewandte Wissenschaften feiern. Und seit kurzem ja auch tatsächlich offiziell Hochschule für angewandte Wissenschaften heißen. Und gleichzeitig hat unsere Namensgeberin im kommenden Jahr Geburtstag, und auch da gibt es über das Jahr hinweg einiges zu feiern, worauf wir uns sehr freuen. Und an dieser Stelle hoffe ich, dass wir uns bei der einen oder anderen Veranstaltung dann auch persönlich kennenlernen und gemeinsam in anderer Form feiern können als nur über diese Kacheln. Ich wünsche uns heute Abend einen spannenden Abend mit dem neuen Buch und dem, was es dazu zu erzählen gibt. Ich finde es, gerade wenn Sie jetzt neu starten in das Studium, auch sehr angenehm, weil es viele Fragen aufwirft, die alle unsere Fächer betreffen.
Und heute haben Sie die Möglichkeit, so einen ersten Einblick über die Autorin und die Herausgeberin persönlich zu bekommen. Und ich hoffe, wir alle nehmen viel mit von heute Abend. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Dagmar Becks-Winkels hat jetzt schon wunderbar eine kleine Linie gezeichnet. Unsere Hochschule ist eigentlich 113 Jahre alt als Institution. Hadi Salomon hat sie eben 1908 gegründet. Dann 1971 erst die Fachhochschulgründung. Heute nennen wir uns Hochschule für angewandte Wissenschaften. Insofern dann also auch gleichzeitig 50 Jahre alt. Und nächstes Jahr wird ja unsere Gründerin 150 Jahre alt. Und damit können Sie sich vorstellen, sind sehr, sehr viele Themen verbunden. Themen, die zu Anfang des 20. Jahrhunderts stehen, wo es einfach um eine Verberuflichung von Frauenberufen ging. Deshalb ja auch die Schulgründung, die soziale Frauenschule. Auch da sehen Sie schon politische Themen involviert. Wie kann man also Berufstätigkeiten, Tätigkeiten, die insbesondere Frauen unternommen haben in Pflege, in Bildung, in Begleitung von vulnerablen Personen in ihrem Umfeld, wie kann man die zu Berufen machen und diesen Frauen und auch anderen Personen, die sich dann noch für solche Berufstätigkeiten entscheiden, dann eine Ausbildung ermöglichen, eine Bezahlung, eine gerechte Bezahlung im Beruf. Das sind alles Fragen des ausgehenden 20. Jahrhunderts. Dann kam der Erste Weltkrieg natürlich, auch da Themen, Friedensbewegung, auch wieder die Frauenfrage, die nach vorne rückte, auch auf internationalem Niveau. Ali Salomon hat sich dort sehr stark vernetzt, ist da eingestiegen mit diesen Themen, also von Anfang an eine sehr politische Gründerin auch unserer Hochschule und gleichzeitig natürlich auch jemand, die nicht alleine war, sondern die auch andere Wegbegleiterinnen hatte. Wir haben dann natürlich zu erleben, also Ali Salomon hat dann promoviert in den 20er Jahren. Also auch das Thema ist sozusagen verbunden mit ihrer Person. Wir haben seit Neuestem in Aussicht gestellt, dass wir das Promotionsrecht auch an den Fachhochschulen bekommen. Und das ist für unsere Sagefächer, Sage steht ja für soziale Arbeit, Gesundheit, Erziehung und Bildung, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der jetzt gerade erst in diesem Sommer so entschieden wurde, der noch umgesetzt werden will, weil wir oft in diesen Fächern gar kein Pendant, keine Disziplinen haben an den Universitäten und so. Insofern unser Nachwuchs immer in Disziplinen geleitet wird bisher, wie Soziologie, Erziehungswissenschaften, Politikwissenschaften, zum Teil auch Medizin und anderes, die gar nicht originär eigentlich die Fortsetzung sind von den Fächern, die wir hier lehren und studieren und insofern zur Akademisierung heute auch das Promotionsrecht gehört. Die 30er Jahre, 33, die Enthebung der Ämter von Ali Salomon, auch selber ihr Antrag, die Schule so zu schließen, dann aber die 30er und 40er Jahre doch dann eine Kontinuität in dieser Schule. Ali Salomon selbst musste ins Exil. All das Themen, die natürlich mit diesem Jubiläum auch aufgerufen sind und thematisiert werden wollen. Wir hören nachher davon sicher auch nochmal aus unserem Ali Salomon Archiv, das einen Beitrag im Buch geleistet hat. Dann natürlich die immer stärkere Akademisierung in den 70er, 80er, 90er Jahren. Wir sind heute eine sehr forschungsstarke Hochschule. Wir berufen auch sehr forschungsstarke Personen auf die Professuren und sind natürlich enorm gewachsen in dieser ganzen Zeit. Also alle Mitgliedergruppen, die Studierenden vorneweg, die VerwaltungsmitarbeiterInnen sind in der Zahl gestiegen, die Lehrenden, darunter die Professorinnen und Professoren und auch die Lehrbeauftragten und akademischen MitarbeiterInnen, alles Mitgliedergruppen unserer Hochschule, die heute viel mehr sind und auch ja, viel sozusagen mehr nochmal zur Akademisierung beitragen, als das in früherer Zeit der Fall war. All das ist sozusagen Thema, wenn wir von einer kritischen Gedenk- und Erinnerungskultur sprechen, die wir ja etablieren wollen, jetzt in den nächsten Wochen und Monaten bis hin zu dieser 150-Jahr-Feier von Ali Salomon.
Das trägt natürlich dazu bei, dass unsere Hochschule sich auch immer wieder selbst verständigt, wir untereinander in Austausch geraten und kommen darüber, wer wollen wir eigentlich sein, wo kommen wir her, welche Themen gilt es noch zu heben, welche Persönlichkeiten müssen wir auch bedenken auf dem Weg, die vielleicht möglicherweise in Vergessenheit geraten oder nie in Vergessenheit geraten sind, wie zum Beispiel Mai Ayim. Wir werden, ich werde kurz ein anderes Buch zeigen, das aber dann heute nicht das Thema ist, aber wir haben einen anderen Band, der eine Persönlichkeit ehrt, nämlich Mai Ayim, eine langjährige Lehrbeauftragte und Mitglied unserer Hochschule, die vor jetzt muss ich mich täuschen, auf jeden Fall wird ihr Todestag in diesem Jahr begangen und am 21. Oktober findet eine Abendveranstaltung statt, die noch beworben wird, wo wir dieser Persönlichkeit auch gedenken und sozusagen ihres intellektuellen Erbes und ihres politischen Erbes auch uns bewusst werden und wie das heute mit unserer Hochschule zusammenhängt. Also Sie werden heute eine Veranstaltung erleben, die einen kleinen Auftakt gibt für eine Reihe kritische Gedenk- und Erinnerungskultur. Und damit nochmal herzlich willkommen an alle die, die sich jetzt noch zugeschaltet haben. Wir freuen uns, wenn Sie in den geteilten Notizen, das ist über der Namensliste, da finden Sie geteilte Notizen. Dort können Sie, wenn Sie das anklicken, uns gerne kommentieren, während der Veranstaltung Kommentare hineinschreiben. Wir nehmen die gerne auf. Am 3.11. wird ein Hochschultag stattfinden, auch zu diesem Thema kritische Gedenk- und Erinnerungskultur an unserer Hochschule. Und wenn wir dort schon Fragen, Kommentare, Ideen, Einschätzungen Ihrerseits lesen können, dann freuen wir uns, denn es ist ein wunderbares Material und eine Grundlage, dann anzuknüpfen thematisch an das, was Sie auch einbringen heute Abend. So, ja, also nochmal einen kleinen Ausblick. Wir werden gleich die Herausgeberinnen sehen auf der Leinwand hier und dann wird nochmal über den Auftrag des Buches, den Sinn und Zweck des Buches gesprochen werden und dann gibt es eine Reihe, wo die Autorinnen und Autoren ihre Beiträge in Kurzformaten vorstellen. Soweit erstmal von Seiten von Dagmar Bergs-Winkels und mir. Jetzt schalten sich die Herausgeberinnen zu. Hallo Silke Garleitner. Die anderen Kolleginnen kommen auch, oder sagen wir ja? Genau, genau. Mhm. Ja, solange sich die Herausgeberinnen zuschalten, dann gibt es vielleicht eine ganz kleine Vorstellungsrunde, bevor ich dann weiter nochmal einsteige ins Buch. Vielleicht wäre das zur Abwechslung ganz schön. Ich gebe mal weiter an Anja Voss, die hier neben mir aufgereiht ist. Genau, ich begrüße Sie alle recht herzlich. Ich bin Anja Voss und Erziehungs-, Gesundheits- und Sportwissenschaftlerin seit über 10 Jahren an der ASH und habe sehr intensiv und interessiert an diesem Buch mitgearbeitet und vertrete in dieser Runde den Studiengang Erziehung und Bildung in der Kindheit. Ja, ich bin die Silke Garleitner. Ich vertrete hier an der Hochschule die klinische Psychologie und Sozialarbeit und vertrete jetzt hier in der Runde sozusagen der Herausgeberinnen die soziale Arbeit. Dann mache ich mal weiter für das G in Sage. Darauf kommen wir ja noch gut. Und ich Jutta Henze. Ich habe den Lehrstuhl für Pflegewissenschaft und bin im Gesundheits- und Pflegemanagement-Studiengang, der jetzt aber Management und Versorgung im Gesundheitswesen heißt. Ja, hallo, mein Name ist Anna Bessler. Ich habe das Buch mitbetreut, vor allem als Lektorin und auch über die Kommunikation mit dem Verlag. Genau, also in meiner Funktion als Referentin der Hochschulleitung. Im Moment bin ich jetzt aber in das SAGE-Projekt gerutscht als Wissenschaftsmanagerin. Genau, und vertrete quasi dann die Verwaltung, wenn alle jemanden vertreten oder was vertreten. Und ich möchte gerade noch kurz was ergänzen zu dem, was Frau Völter gesagt hat, und zwar die geteilten Notizen, wenn Sie da Kommentare oder Fragen eingeben, die würden wir auch heute schon aufnehmen. Also gegen Ende hatten wir auch ein paar Minuten noch eingeplant für eine Diskussion mit Ihnen allen. Also wenn Sie da
Input geben, dann ist das was, was wir speichern für den Hochschultag am 3.11., aber auch was für heute ganz aktuell. Genau. Und dann sage ich gleich auch noch eine andere Sache an. Ich glaube, darüber werden sich die Hochschulangehörigen freuen, weil für jeden gibt es ein Exemplar dieses Buches, Systemrelevant. Kann es eigentlich jemand mal hochzeigen? Ich habe es leider nicht zur Hand. Also es existiert. Ja. Den Link haben Sie ja vielfach schon bekommen. Und in der Bibliothek der ASH liegen Exemplare an der Ausleihtheke bereit für die Hochschulangehörigen. Also Professoren, wissenschaftliche Mitarbeiterinnen, Verwaltung, aber auch Studis können in die Bibliothek gehen und an der Ausleihtheke ein Exemplar erhalten, kostenfrei. Man muss sich aber einen Termin in der Bibliothek erst buchen. Das ist leider noch unter Pandemiebedingungen so. Und das war es jetzt auch von mir. Gut, dann darf ich nochmal übernehmen und zum Grund des Buches, zum Rahmenbedingungen und oder der, ja, zur Idee, Grundidee des Buches kurz was sagen. Gudrun Pichotter-Henze hat ja schon das G bei Sage erwähnt, das für Gesundheit steht. Wir haben ein Buch, das heißt Hashtag Systemrelevant, 50 Jahre angewandte Sagewissenschaften an der Alice-Salomon-Hochschule Berlin. Das rührt natürlich daher, dass wir in diesem Jahr als HAW, als Hochschule angewandter Wissenschaften, 50 Jahre alt werden. Und ich hatte über den Jahreswechsel die Möglichkeit, mit vielen Professorinnen und Professoren zu sprechen. Das war mir ein großes Anliegen. Wir haben auch mit Verwaltungsangehörigen gesprochen. Wir haben eine neue Kanzlerin bekommen letztes Jahr. Und in der Pandemiezeit war es mir immer wieder ein, und auch anderen, unseren anderen Leitungsangehörigen großes Anliegen, die Hochschule irgendwie kommunikativ auch zusammenzuhalten, also den Draht und den Kontakt nicht miteinander zu verlieren. Und bei diesen Gesprächen mit den Professoren und Professoren habe ich auch dieses große Bedürfnis gemerkt, untereinander einfach im Gespräch zu sein, ganz unabhängig von den einzelnen Fächern. Wir haben ja noch ein anderes Event ausstehen. Wir werden im nächsten Jahr im April zwei Fachbereiche gründen oder gegründet haben, die dann arbeiten werden. Ein Fachbereich soziale Arbeit und ein Fachbereich Gesundheit und Erziehung und Bildung. Und da sehen Sie schon sozusagen den Sagebegriff abgebildet. Das A steht eben für soziale Arbeit, G für Gesundheit und Erziehung und Bildung ist dann mit dem E in diesem Sagebegriff vorhanden. Der Sagebegriff ist ein Kürzel, was sozusagen als Pendant funktionieren soll zum MINT-Begriff. MINT ist ja eher die Mathematik, Ingenieur, Wissenschaften, Technik. Und wir haben uns doch nochmal bewusst gemacht, dass für hochschulstrategische Fragen, für die Fragen von Drittmitteleinwerbungen, von Bekanntheit, von ja, Publikfähigkeit auch unserer Hochschule und auch anderer Hochschulen im Bundesgebiet, es doch wichtig ist, auch einen Begriff mal aufzulegen, der sich mit den Care-Berufen beschäftigt und identifiziert, um einfach aufmerksam zu machen, hier sind auch Berufe ähnlich wie bei den MINT-Fächern, sind das Fächer, die gesellschaftlich besonders relevant sind, die besonders gebraucht werden. Es braucht viele Fachkräfte, die einen besonderen Beitrag auch inhaltlich leisten für die aktuellen Fragestellungen, die gesellschaftsweit nicht gelöst sind. Und mit diesem Begriff, das Sage, wollen wir einfach auf diese Fächer aufmerksam machen und dazu leistet das Buch natürlich auch einen Beitrag. Ich sage noch mal drei Worte jetzt für das Buch. Das Buch ist entstanden aus dieser Frage heraus, wie können wir es schaffen, trotz Pandemie gemeinsam ein Buch zu schreiben? Wir haben uns sozusagen eine Gliederung überlegt, wo möglichst viele Personen auch mit ihrer Fachexpertise, mit ihren Beiträgen, die sie sonst leisten, das sind einmal natürlich die Professionen, die Disziplinen, die wir hier vertreten, das ist aber auch die Online-Lehre, es ist die Verwaltung, die einen Beitrag leistet und andere Themen, die Sie noch hören werden. Möglichst viele Autorinnen, insbesondere aus der ja, Gruppe der Hochschullehrenden zu versammeln, weil sie einfach die Gruppe ist, die auch die Akademia, die akademische Gruppe darstellt, insbesondere die verantwortlich ist für das Profil unserer Hochschule. Und darum herum haben sich auch noch andere Personen gesellt. Wir haben auch Interviews in dem Band und andere
Beiträge, über die wir uns sehr, sehr gefreut haben. Das Buch sollte dienen zur Selbstverständigung untereinander. Was für Themen sind für uns relevant? Wie können wir die auch darstellen? Es sollte dienen auch dem Zusammenhalt, also einfach der Kommunikation untereinander, auch übergreifend über die Fächer hinweg es zu schaffen, weiter im Kontakt zu bleiben, sich auch fachlich auszutauschen. Es sollte dienen und soll dienen natürlich der Untersetzung des Sage- und des Care-Begriffes, also auch der inhaltlichen Untersetzung. Was meinen wir damit? Warum sind diese Fächer so besonders wichtig? Warum haben sie etwas mit Gender und Diversity zu tun, schon von ihrem Ursprung her? Das sind alles Anliegen, die in dem Buch thematisiert werden. Und ich möchte jetzt nicht alles vorwegnehmen, sondern gebe sehr, sehr gerne an Silke Garleitner weiter, die einsteigt mit, glaube ich, den ersten beiden Buchstaben des Sagebegriffs. Ja, vielen Dank, Bettina. Genau, wir versuchen ja in dem Buch so ein bisschen einen Bogen zu spannen mit 50 Jahre Fachhochschulen. Aber der Bogen ist ja noch viel länger. Das wurde jetzt ja auch schon mehrfach gesagt. Seit 1908 gibt es die Soziale Frauenschule. Und von Beginn an war es Alice Salomon sehr wichtig, wissenschaftlich unterwegs zu sein. Soziale Arbeit war überhaupt von Beginn an eine sehr forschende Profession bzw. Disziplin dann später. Man denkt nur an Personen wie Mary Richmond oder Jane Addams mit dem damaligen Hull House in Amerika oder auch Sidi Wironski. Und davon war Alice Salomon sehr inspiriert und sie wollte was wir bis heute für sehr wichtig halten, nämlich einen forschenden Blick in der beruflichen Praxis auch an den Tag zu legen. Und dafür ist natürlich notwendig, einen forschenden Blick im Studium erstmal zu erwerben. Also die Hochschule sozusagen als Lernort für eine Dezentrierung, für eine Draufsicht auf die Praxis, für die Reflexion von Praxis, aber eben auch die Zuwendung zur Praxis zu leben und zu gestalten. Und diese Richtung hat die Hochschule weiter verfolgt und natürlich in den 50 Jahren seit der Gründung der Fachhochschulen ist hier auch ganz viel passiert. Die Akademisierung ist in großen Schritten fortgeschritten. Es ist heute möglich, den Hochschulabschluss zu machen und eine Doktorarbeit zu schreiben. Bettina hat ja schon erwähnt, dass das eigene Promotionsrecht jetzt zwingt. Ich werde da später noch mal mehr dazu sagen. Das ist ein sehr bedeutender Schritt, denn es ermöglicht einfach den eigenen Nachwuchs an die Hochschule auch zu berufen und sowohl in Lehre als auch in Praxis, als auch in Forschung wirklich SozialarbeiterInnen sozusagen zu haben, wo einfach dann auch eine ganz andere Lehre stattfindet, wenn da die Praxisverbindung einfach so klar da ist. Aber eben auch als Wissenschaftlerinnen der Alice Salomon Hochschule Berlin verpflichten wir uns gemäß unserem Leitbild zu sehr zentralen Prinzipien wie Interdisziplinarität, aber auch eben dieser engen Verbindung zwischen Theorieforschung und Praxis und auch einer internationalen Ausrichtung. Und seit 100 Jahren tragen sozusagen die Mitarbeiterinnen der Hochschule zur Professionalisierung im sozialen Bereich bei. Das ist ja auch ein sehr bedeutsames Thema, sozusagen auch wirklich das Engagement nach draußen zu tragen. Heute Third Mission, aber früher auch schon existent. Und das gilt natürlich für alle Bereiche der Sagefächer, die Bettina eben auch schon genannt hat, dass sie mit ihrer Forschungsorientierung auch sowohl zur disziplinären, aber eben auch zur Professionsweiterentwicklung beitragen. Und heute stehen wir mit einem emanzipatorischen Anspruch für einen gesellschaftlichen Auftrag, auch sozialer Gerechtigkeit und für einfach eine kritische Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Entwicklungen auch an verschiedenen Stellen ein. Wie gesagt, das gilt natürlich für die gesamten Sagefächer. Seit 1908 haben wir uns auch da natürlich enorm weiterentwickelt und ausdifferenziert und auch andere Disziplinen bzw. Professionen eben an die Hochschule geholt. Und dafür verweise ich aber jetzt auch auf meine beiden Kolleginnen. Danke, Silke. Ja, kommen wir zum G. Nicht zu meinem Vornamen, sondern zu dem G in der Abkürzung Sage. Frau Völter hat ja schon darauf hingewiesen, kommen wir zur Gesundheit. Und gehen wir dafür jetzt noch mal ein Jahr zurück vor der Gründung der Sozialen Frauenschule, nämlich in das Jahr 1907. In diesem Jahr wurde in den USA die erste Pflegeprofessur an der Yale-Universität besetzt.
Und auch in Deutschland gab es durchaus Anfang des 20. Jahrhunderts vereinzelt Versuche, eine Pflegeausbildung an der Universität einzurichten. Letztlich sind aber alle Versuche über mehrere Jahrzehnte gescheitert. Etwa das Engagement von Agnes Kahl, die 1911 die private Hochschule für Frauen zu Leipzig mitgegründet hatte. Hier gab es auch, und ich zitiere jetzt aus Schweikart, ein Angebot für eine kleine Elite von Krankenschwestern. Allerdings umfasste diese Weiterbildung zunächst lediglich theoretische Fächer, da es nicht gelungen war, ein Krankenhaus zur Kooperation zu gewinnen. Dann hat es 80 Jahre gedauert. 1987, also nach 80 Jahren, nach der ersten Pflegeprofessur in den USA, wurde dann Ruth Schröck als erste Professorin für Pflege- und Sozialwissenschaften in den alten Bundesländern der Bundesrepublik Deutschland an der FH Osnabrück berufen. Pflege steht jetzt nur beispielhaft. Derlei steinige Wege hin zu einer Akademisierung und Professionalisierung, also sei es jetzt im Bereich der Hebammenwissenschaft, sei es im Bereich der Therapiewissenschaften, wir haben ja an der ASH Berlin die Physio- und Ergotherapie vertreten, ließen sich ebenso aufzeigen. Doch lassen wir uns nicht entmutigen, insbesondere nicht vor dem Hintergrund, dass an der Alice-Salomon-Hochschule nunmehr diese Professionalisierungsbestrebungen seit vielen, vielen Jahren umgesetzt werden. Hier kann nun neuerdings auch Pflege studiert werden, Personen mit einer dreijährigen Berufsausbildung im Gesundheitswesen konnten im Gesundheits- und Pflegemanagement-Studiengang, aktuell jetzt Studiengang Management und Versorgung im Gesundheitswesen, einen Bachelor of Science erwerben. Sie können einen Master anschließen und nun auch hoffentlich promovieren. Hier werden Physio-Ergotherapeutinnen akademisch ausgebildet. Von unserer Namensgeberin Alice Salomon, für die übrigens Florence Nightingale, die berühmte Lady with a Lamp, ein großes Vorbild war, hätten wir sicherlich Anerkennung für diese Berliner Sage-Hochschule bekommen. Und damit gebe ich dann weiter an die Kollegin Anja Voss und in die Erziehung und Bildung. Vielen Dank, Gudrun. Da bleibt noch das E in Sage und das E steht für Erziehung und Bildung und an der ASH steht es für die Kindheitspädagogik. Und auch in der Genese der Kindheitspädagogik ist in Deutschland das beginnende 19. Jahrhundert von Bedeutung. Es wurde nämlich 1802 die sogenannte erste Aufbewahrungsanstalt für kleine Kinder gegründet, auch einer Frau, und zwar von Fürstin Pauline zu Lippe-Detmold. Bis zur ersten kindheitspädagogischen Professur verging dann aber noch gut 200 Jahre. Der erste grundständige Studiengang, er hieß damals Erziehung und Bildung im Kindesalter, Bachelorstudiengang an einer Hochschule in Deutschland, wurde 2004 an der ASH Berlin ins Leben gerufen und mit der ersten Professur, natürlich auch mit dem Studiengang, auch die erste Professur. Und die hieß damals Professur für Sozialisationsbedingungen im Kindesalter und ging an Hilde von Ballusek. Seitdem sind mehr als 20 Jahre vergangen und die Kindheitspädagogik hat sich in der Hochschullandschaft in Deutschland fest etabliert. Kindheitspädagoginnen werden an der ASH auf Bachelor- und Masterniveau ausgebildet und können promovieren. Insgesamt wurde bundesweit, aber auch international die frühpädagogische Forschung ausgebaut und die frühkindliche Bildung, da kommt, glaube ich, niemand mehr dran vorbei, gewinnt zunehmend an gesellschaftlicher Bedeutung. Kurzum, KindheitspädagogInnen sind systemrelevant und deshalb braucht das Feld der frühen Bildung neben den gut ausgebildeten pädagogischen MitarbeiterInnen die notwendigen finanziellen Rahmenbedingungen. Es braucht noch wesentlich mehr gesellschaftliche Anerkennung und es braucht fortschreitende Professionalisierung. Und daran arbeiten wir.